Moin Moin und Moment. Willkommen zurück zu Lassen Sie mich den Alien Isolation. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, wo will man jetzt hin? Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Da kann er nicht alleine. Bilder? Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Eben. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Welche Haare? Übrigens. Oh, ein Spinner. Cooler Hub. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Oh, gesperrt war er. Was wir drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Fühlt sich einfach so falsch an. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir! Ja, dann machen wir raus, Axel. Wir werden bald schlafen müssen. Ich mag das nicht viel länger. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ey, ich mag den Kunden überhaupt nicht. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, damit. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Das ist doch nicht heimisch, ja. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Alles merken. Und sparen. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Mach jetzt doch schon löschen. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Acht Batterien. Ja, das dachte ich mir. Wäre ja zu einfach. Haben Sie etwas gehört? Waren Sie das?
noch Zeug, was so. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Mann. Gibt's ja wirklich nicht. Taschenlampe. Was? Ladung. Ja, lauf doch. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich sag das doch nicht. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Folgen Sie mir! Ich bin doch schon dabei, Mann. Lass mal sprechen. Wer weiß, was jetzt passiert. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Oh. Leise! Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Wir machen wenig Lärm. Super. Oh, danke. Oh. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast du dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja... Holy moly! Halt die Klappe und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten... Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Wenn ich wüsste, wo die jetzt sind. Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun... Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Alter? Oh, bin ich jetzt erschrocken. Wenn der Radio durchgebrannt wäre, ja, wäre hier Rauch. Seien wir besser ruhig. Meine Fresse. Folgen Sie mir. Bin ich jetzt erschrocken. Lass mal speichern. Wie weit noch? Fast da. Das sieht ich gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Na, dann lauf doch. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie?
jetzt mit oder nicht? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Was haben wir denn hier so? Ein Auge zudrücken. Zwei-Mann-Regel. Boah, muss das... So, kennen wir ja. Und auch. Alles über C. Ja, was machst du? Lauf doch. Warte es zu. Erst aus. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Boah, Junge, du nervst. Leider. Da ist zurücklaufen, bringt noch eine Stunde. Zweimal einen Schalter betätigen. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Axel, hinter ihm. Was? Arschloch, komm auf. Her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Bam! Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs! Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Er schießt sie! Oh, Forrest! Ich glaube, er ist tot! Die haben ihn umgebracht! Na, was machst denn du? Sie haben ihn getötet! Wenn er mich töten wollte! Er oder ich! Hier geht es ums Überleben! Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Oh, das steht perfekt. Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? So geht's auch. Ja, was, oder ich? Was zur Hölle war das? Wir müssen weiter. Schnitzel. Wo bin ich gekommen? Wo? Kann ich eigentlich eine Knarre liegen? Oh, ich stelle sie ist weg. Ah. Können wir rumprügeln.
in der Tür. Oh, heute noch. Witzige Musik. Alte Stelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Damit würde ich die Folge erstmal beenden. Wenn euch es gefallen hat, lasst Like, Abo da und nächstes Mal.